Ja, und hallo und willkommen zurück zu Fallout A Tale of Two Wastelands. Ich bin noch nicht ganz gesund, aber mir geht's zumindest doch deutlich zumindest besser als in der letzten Aufnahme. Das heißt, zumindest meine Stimme sollte sich wieder normal anhören, aber ich will ja nicht, dass mir die Folgen ausgehen, so oder so. Ich habe unser ganzes Zeug hier eingelagert, wir sind zurück in unserem Truck und ich habe unser Tagebuch ein bisschen überarbeitet. Das heißt, ich habe es in verschiedene Einträge unterteilt. Das ist eigentlich ein Tagebuch. Ich tue es mir jetzt so im allgemeinen Informationsspeicher umformulieren. Das heißt, wir haben oben an den Einträgen immer einen Tag daneben stehen, den aber einfach ignorieren. Und zwar habe ich es jetzt eingeteilt in noch nicht erkundete Orte, hier Fort Detrick, Catelyn's Bed and Breakfast, so weiter und so fort. Dann die Sachen, die wir machen müssen, die aber nicht direkt in unserem Questlog erwähnt werden, sondern höchstens, und das auch nicht immer, in Notizen erwähnt werden. Und die Notizen sind zusammen mit allen anderen Sachen, die wir so finden, allen anderen Informationen, wo sie dann ganz gerne mal verschwinden. Deshalb hier nochmal und auch mit ein bisschen organisiertere Info. Zum Beispiel sollen wir Ronald in Gildershare diese Naughty Nightwear bringen. Dann für den Taxidermist sollen wir nahe Old Olney Chalcon Doomfest finden und dem Talon Burlhouse die Talon-Anführer erledigen, das sind vier Stück, und ihre Dogtags einsammeln. Dann Lieferungen. Das sind so Aufträge, die regelmäßig sind. In Megaton sollen wir Scrap Metal einliefern, da muss ich noch nachschauen, wie der Typ heißt, dann für den Taxidermist, dem sollen wir Turpentine liefern und dem Ghoul in der Northwest Seneca Station, da habe ich das T vergessen, egal, sollen wir Zuckerbomben bringen. Das X dahinter heißt, ist, dass die Aufgabe noch nicht erledigt ist. Ich meine, das sind alles unendlich Aufgaben, aber für Scrap Metal bekommen wir, ich glaube, Fame in Megaton. Und der ist noch nicht auf maximal, deshalb geht's da noch weiter. Und wir haben bei dem Ghoul noch nicht genug Zuckerbomben abgegeben, um Alpha Jet zu bekommen. Also ist da auch noch ein X dahinter. Ansonsten, hier ein bisschen, ja, es gibt einen Fraktionstab, aber der ist A nicht vollständig und B können wir das so ein bisschen übersichtlicher einteilen hier. Vault 101 zum Beispiel ist uns wahrscheinlich gerade feindlich gesinnt. Wir wurden verbannt. In Megaton werden wir gemocht. Die ganzen Bürger, die Enklave und die Talon Company greifen uns sofort an. Arefus stehen wir gut da. Und dann gibt's noch die diversen Fraktionen der Sternen Bruderschaft. Bisher haben wir zwei getroffen. So, und dann hier, wo wir nach Hause gehen können. Wir haben in Megaton unser Haus und hier unseren mobilen Truck. Für den müssten wir eigentlich noch einen Namen finden. Und was ich persönlich ganz wichtig fand, eine Übersicht der gefallenen Freunde und Gefährten. Ich fürchte fast, diese Liste wird noch ein bisschen länger werden, aber zumindest hier werden sie verewigt. Wahrscheinlich werden im Lauf der Zeit, je nach Bedarf, noch ein paar Einträge hinzukommen, also auch ein paar Kategorien. Leider ist es, da es ein Tagebuch ist, gibt es nur eine Seite hier in dem Sinn pro Tag, deswegen musste ich hier ein paar Tage im Truck zubringen, um einfach neue Einträge freizuschalten. Das heißt, ich habe jetzt hier insgesamt 5 Tage in dem Truck verschlafen, mehr oder weniger. Es macht in dem Sinn nicht so viel aus, nur als in unser Bedürfnis runtergegangen. Wasser ist kein Problem, weil wir hier eine unendliche Wasserquelle haben. Schlaf ist im Bett natürlich auch kein Problem. Nur halt Essen haben wir hier keinen unendlichen Bedarf. Das heißt, ich habe 5 von unseren Food Rations essen müssen. Das heißt, wir haben hier im Schrank nur noch 3, glaube ich. Und wir haben 5 noch dabei. Aber ich hoffe mal, dass wir da noch welche herstellen könnten. Und zumindest für den Moment sollten wir da genug haben. Entschuldigt, wenn ich gerade ein bisschen komisch spreche, aber ich habe. Irgendwie benimmt sich das Innenleben meines Mundes gerade ein bisschen merkwürdig, das heißt, es ist ein wenig, fühlt sich merkwürdig an zu sprechen. Ich kann es jetzt nicht genau beschreiben. Aber zumindest bin ich nicht heiser oder so. So, die Aufgabe für heute ist, zumindest wollen wir erstmal Rivet City erreichen, was nach einem ziemlichen Trip aussieht. Unser Questlog schlägt uns vor, hier einfach strikt durchzugehen, aber wenn ihr mich fragt,
sieht dieser Bereich hier zu sehr nach dicht besiedeltem DC aus. Obwohl, das ist Integrated Auto Services, das heißt, vielleicht täuscht uns das. Und es ist doch nicht so dicht besiedelt, dann könnten wir hier entlang, hier rüber schwimmen oder dann hier an der Promenade entlang laufen. Das könnte sogar funktionieren. Und wir könnten sogar mit dem Truck direkt nach Gra fahren wir doch mal direkt nach Graditch und schauen, wie es von da aus aussieht. Haben wir noch? Ja, wir haben noch jede Menge Material hier. So, dann einmal bitte nach Graditch. Ich würde mich ja wirklich gerne zum Fahren, meine Güte, ist das laut hier, auf den Sessel setzen. Das Problem ist nur, wir können uns hier zwar durchaus draufsetzen, aber sobald wir dann das GPS aktivieren, um irgendwo hinzufahren, steht der Charakter automatisch wieder auf und dann hier während der kurzen Animation bzw. während den Geräuschen könnte man sowieso nicht bewegen. Das heißt, ich kann mich dann auch nicht wieder hinsetzen. Das heißt, da sind wir leider während der Fahrt stehend unterwegs. Ja, aber das ist, glaube ich, nur ein kleineres ästhetisches Problem. So, in diese Richtung soll es gehen, ha? Was sagt denn unsere Karte? Ja, Die Richtung an sich scheint ja schon zu stimmen. Aber ich sehe da hinten schon ein paar Ruinen, die nur bedingt passierfähig aussehen. Ich würde mal versuchen, dass wir irgendwie links rum uns versuchen, den Weg darum herumzuschlagen, vielleicht. Wird das funktionieren? Jetzt kann man doch nicht mal hier hoch, das gibt's doch nicht. Springen, mein Lieber. Danke. Meine. Au. Und hier ist natürlich auch. Oh, meine Güte, wieso ist das hier alles so blockiert überall? Ach ja, und da oben müssen wir irgendwann noch Ameisen aufräumen gehen. Aber jetzt fürs Erste sollten wir wirklich unseren Vater finden. Ach ja, ich habe noch ein bisschen kleinere Sachen mitbekommen. Hier, Doctor's Bag. Eine Doctor's Bag hatten wir im Van. Die habe ich dann mitgenommen. Ob die uns so weit bringen wird, ist die andere Frage. Wir sollten halt nach Möglichkeit vermeiden, auf Minen zu treten. Und was haben wir hier? Meine Güte, wir sind kaum losgegangen und schon finden wir die nächsten Orte. Aber diesmal möchte ich wirklichst mich nicht ablenken lassen, weil langsam sollten wir wirklich unseren Vater finden. Und vorratstechnisch stehen wir einigermaßen gut da, würde ich mal behaupten. Park hier. Wilhelm's Wharf. Okay. Was ist Wilhelm's Wharf? Sieht Leon. Oh, ich wollte gerade sagen, es sieht Leon verlassen aus. Wer bist du denn? Look at this. We got us a wanderer all the way out here in Wilhelm's Wharf. You must got some important business out here to be wandering around. But tain't none of my beeswax what you're doing. But if you're interested in trading, maybe we can help each other. Eine Händlerin. Was machst du denn hier draußen ganz allein? My boys are hunting lurks. Finest meat you could get, but it don't move around in your stomach like mole rat does. Right dangerous, those things. Just as soon take your head off as look at you. Watch yourself out here. They're all over. Ja, dass sie gefährlich sind, haben wir definitiv schon mitbekommen. Irgendwas los hier in der Gegend? Some fellas came out here a while ago that said they was looking for some do-gooder that came out from one of them vaults. I told them I ain't seen nobody like that and sent them on their way. They might still be around here though, if you think you can help them. Okay, irgendjemand sucht nach mir. Ich hoffe, die gehören nicht zur Talent Company. Was hast du denn so? We always need bullets. Takes damn near 100 of them to kill a guy. Du hast irgendeine interessante Waffe und 20 Caps. Das ist ein merkwürdiges Angebot. Okay. You watch out for guai. They're all over. Yaogai auch noch. Haben wir auch schon mal einen Yaogai getroffen? Ich weiß es nicht. Okay, in ihre Hütte dürfen wir nicht rein. Ich dachte, das ist vielleicht noch so eine Art Verkaufsraum oder so, aber nö. Ich hoffe, die stürzen nicht, wenn wir hier die Pflanzen pflücken.
Ah, okay, schaut mal, hier kommen wir sogar über den Fluss. Anchorage War Memorial, okay. Die Frage. Nee, oder? Was ist es mit diesem Spiel und Brücken? Oder ist es dieselbe Stelle wie letztes Mal? Nee, oder? Hat sich letztes Mal hier auch schon so aufgehängt. Ah, wartet mal ganz kurz. Machen wir das Ganze nochmal. Ich meine, letztes Mal war der Absturz auch ziemlich genau an so einer Brücke. Ich hoffe, das sind nicht mehr Gebiete, die hier gedamaged sind. Sonst muss ich schauen, ob ich dagegen irgendwas tun kann. Okay, neuer Plan. Wir tun in der Gegend von Oma Sparkles versuchen, über den Fluss zu schwimmen. Hoffentlich ziehen wir uns aber nicht allzu viel Radioaktivität zu. Und hoffen, dass wir auf der anderen Seite bessere Karten haben. Aber ärgerlich ist das schon. Ärgerlich, ärgerlich. Komm, lade doch bitte ein bisschen schneller. Bots getting you down. Use the Pip-Boy Radio to scramble the circuits with the Paradox Broadcaster Perk. Klingt eigentlich auch ganz interessant. Den habe ich ehrlich gesagt so auch noch nie verwendet. Und natürlich haben wir nicht gespeichert gehabt. Ernsthaft? Komm schon, den Sprung konnte ich locker schaffen. Ich bin kein Wasteland-Hero irgendwas, Typ. Wir sind mal wieder zu einem Viertel tot. Das ist doch echt. Also der Fallschaden hier ist echt übertrieben. Hey, schaut mal. Ist das, was ich denke, dass es ist? Sprung ist auf der Leertaste. Ich habe wieder ein bisschen Fallout 4 gespielt. Das heißt, jetzt werde ich wahrscheinlich wieder die Steuerungen durcheinander bringen. Ja, hier, Otis. Sieh mal eine an. Wir haben einen weiteren Gnom gefunden. Was die uns jetzt endlich bringen, weiß ich immer noch nicht, aber hey. Wir haben ihn zumindest schon mal. Hey, Oma. Ja. Laber, 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 laber. Du hast immer noch ein komisches Inventar? Ja. Dann auf Wiedersehen. You watch out. Schön mit dir zu sprechen. Also, wie macht. Oh nein, seht ihr das da hinten? Yay, in unser frischer Shishkebab, den wir noch ausprobieren müssen. So, hier waren die Hotkeys. Hier unser Hunting Rifle hat zum Glück noch einiges an Munition. Was denkt ihr? Ich habe keine Ahnung, wie die Reichweite auf diesem Ding ist. Treffen wir das Ding da hinten? Oh yeah. Ich liebe diese Waffe. Die Reichweite ist auch definitiv nicht übel. Ah, verdammt. Und an dieser Stelle hier hängt es sich auch auf. Meine Güte, das gibt's doch gar nicht. Dann machen wir das Ganze. Wo ist meine Maus? Hallo, Maus, bitte. Wo? Hallo. Danke. Machen wir das Ganze nochmal. Wenn ihr jetzt nochmal abstürzen solltet, dann schneide ich die weiteren Abstürze einfach raus. Weil ihr müsst ja wirklich nicht fünfmal sehen, wie ich auf den Desktop abstürze und Fallout New Vegas neu starte. Ja, Bethesda, Obsidian Entertainment. Es gibt eine Mod, womit diese ganzen Vorspäne hier rausgeschnitten werden. Oder vielleicht reicht es auch einfach, die Big Videos zu entfernen. Ich weiß nicht, wie es hier in dem Spiel gemacht ist, die Menüs, ob das einfach Videosequenzen sind oder ob es irgendwie anders animiert ist. Aber es gibt bestimmt eine Mod, um das zu überspringen. Normalerweise stört es mich nicht, aber vielleicht sollte ich diese Mod allein schon deshalb installieren, damit bei so einem Absturz nicht immer so elend viel Zeit verloren geht. Oder vielleicht schneide ich es einfach in Zukunft raus. Es ist, denke ich, die bessere Alternative, als mit der extra einen Mod zu installieren. Ich bin hier sowieso schon an der Mod-Grenze von der Anzahl her und muss anfangen, die Mods zu mergen. Weil es gibt zwar theoretisch eine Engine-Grenze von 255, bevor es Probleme gibt.
Allerdings, das ist ein wenig ärgerlich. Okay. Geht's irgendwo hinein, aber das erkunden wir ein andermal, wenn ich dran denke. Aber die eigentliche Grenze, die man ziehen sollte, sind so bei 130 plus ungefähr bei Fallout New Vegas. Danach kommt es zu allerlei merkwürdigen Problemen und ohne andere ersichtlichen Gründen. Okay. Hallo, mein Lieber. Ernsthaft? Meine Güte! Wie viel Schaden schluckt der? Wir können hier nicht unter Wasser kämpfen, oder? Nein. Frage ist, das ist genau dieselbe Stelle, wo das letzte... Na, da hinten hatten wir das letzte Mal Probleme. Aber es ist auch wieder in so einer Brückengegend. Es ist sehr merkwürdig, definitiv. Na komm her, das ist aber die Gelegenheit mal, um unseren neuen Shish-Kebab auszuprobieren. Der Raider scheint seine Waffe im Kampf gegen den Supermutanten verloren zu haben. Yep. Guter Anfang. Und wo ist der Supermutant hier hin? Oh, wir haben mehr Raider. Oh, verdammt, der ist da hinten. Und er hat einen... Ist das derselbe Supermutant wie beim letzten Mal? Na, komm her, komm her. Ja, nimm das, nimm das. Nein, bitte töte mich nicht. Und wir sind schon wieder. Gut, zumindest an dieser Stelle scheint das Spiel noch nicht abzustürzen, aber jetzt sind wir schon wieder in so einem elendigen Kampf wie beim letzten Mal. Okay. Versuchen wir das anders. Ich hoffe, der greift uns hier im Wasser nicht an. Ah, okay, er greift uns im Wasser an. Aber vielleicht hat... Autsch, autsch, autsch. Und so nah können wir auch nicht wirklich ausweichen. Hörst du wohl auf der Stelle auf? Danke, meine Fresse. Und da waren es nur noch 8 Stimpaks. Wenigstens ist der Incinerator einigermaßen viel wert, denke ich. Und da oben ist noch jemand. Oh, von wo? Wo? Da. Ja, komm schon. Goddammit, ich sollte schleichen. Allein schon wegen dem Zielsensorik. Gotcha. Autsch! Was zum? What? Wo kam das denn her? Meine Güte, wie wir hier einfach ohne Ende sterben. Okay. Gegner Nummer 1. Würdest du bitte aufhören, dich so schnell... Verdammt. Dich so schnell zu bewegen und mal stehen bleiben an der Stelle. Alter, wie bewegst du dich? Okay, aber da ist noch... Oh! Wow. Okay, ist es ein Raider, der einfach eine Granate wirft? Wenn wir aufpassen, können wir der vielleicht ausweichen. Und dann einfach nur aufpassen, dass wir nicht in... Okay, er wirft mehr als eine Granate. Meine Güte, das ist ja nur Gesterbe in dieser Folge. Rennen! Alter, wie viel... Wie viel Granaten... Natürlich, keine AP. Ah, Hilfe, 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 Hilfe. Immer noch nicht genug. Das ist der Nachteil am Sprinten. Ah, jetzt vielleicht? Ach komm, das gibt's doch gar nicht. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Au! Ich hab doch V gedrückt für Bats.
Meine Güte. Stimpak. Und da waren es nur noch 7. Hat er einfach eine Granate im Inventar gehabt und das hat für ihn gereicht, engine-mäßig, um so viele Granaten wie er will zu werfen? Das wird mich noch nicht mal wundern, meine. Wer seid ihr? Oh, ich kenne ihn noch nicht, aber da sind Leiche neben euch. Wastelander. Und ihr habt. Hey, Oh, einen Raider erledigt. Alles okay bei I euch? got nothing to say to you. Best move on. Alles klar. Wir hätten auch in der Gruppe reisen können, aber vielleicht müsste ja wohl ganz anders hin. Wie weit sind wir denn jetzt? Nicht besonders weit. Im Prinzip sind wir ja hier am Anfang von unserer großen Tour nach unten und wir haben schon nur noch 7 Stimpaks und wer weiß, was weiß ich, wie oft gestorben. Jetzt speichere ich ja nochmal, weil jetzt sind wir wieder an die Stelle, die ganz gerne abstürzt. Ach, okay, ist das glaube ich nicht die Brücke? Verdammt, kann ich da nur sagen. Verdammt. Tut mir leid, dann ist es leider nur eine sehr kurze Folge heute. Und ich muss jetzt mal wirklich schauen, wie ich der Situation Herr werde. Tut mir leid. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal und wer weiß, vielleicht bin ich dann sogar schon. Nein, eigentlich muss ich das heute heraus für noch eine Aufnahme machen, weil ich dann wieder zu Hause bin und mehrere Tage ansonsten keine Folgen kommen. Vielleicht kommen auch die nächsten, je nachdem, ob ich es jetzt schaffe, das noch hinzubekommen. Ah, verdammt, wieso muss sowas immer passieren? Egal, damit müsst ihr euch nicht rumschlagen. Je nachdem, wie schnell ich es hinbekomme, kann es sein, dass in den nächsten paar Tagen ein anderes Projekt kommt. Aber das seht ihr ja dann. Bis zum nächsten Mal, so oder so.